In den nächsten 26 Minuten werdet ihr ein unbekanntes Naturgesetz kennenlernen, mit dem ihr mit minimalem Aufwand in die Elite aufsteigen könnt, die in ihrem Leben alles erreicht, auch ein volles Bankkonto. 80% aller Unternehmen, die gegründet werden, scheitern in den ersten 5 Jahren. Was für eine massive Verschwendung von Ressourcen. Nur 20% überleben die ersten 5 Jahre nach ihrer Gründung. Und in den darauffolgenden 5 Jahren scheitern nochmal 80% der 20%, die es bis dahin geschafft haben. Das heißt, 10 Jahre nach ihrer Gründung sind gerade mal 4% aller Unternehmen, die gegründet worden sind, noch am Markt. Und der Grund ist das Pareto-Gesetz, das Vilfredo Pareto entdeckt hat. Vilfredo Pareto war ein italienischer Ökonom. Und er hat entdeckt, dass 80% des Wohlstandes auf 20% der Bevölkerung verteilt sind. Und dass 80% der Bevölkerung nur 20% des Wohlstands halten. Und er hat weiter entdeckt, dass 80% des Verkehrsaufkommens sich auf 20% aller Straßen verteilen und dass 80% aller Straßen nur 20% des Verkehrsaufkommens haben. Er hat weiterhin gesehen, dass 80% aller Menschen an 20% der bekannten Krankheiten sterben und hat entdeckt, es gibt einen logarithmischen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung stehen nicht in einem linearen, sondern in einem logarithmischen Zusammenhang. Das heißt, es gibt 20% von Aktivitäten, die ihr durchführen könnt, die 80% eures Umsatzes beitragen. Und es gibt weiterhin auch 80% eurer Tätigkeiten, die euch nur sehr wenig Umsatz bringen werden. Und wenn wir das mal runterbrechen auf eure Arbeitszeit, dann ist es so, dass ihr an 8 Stunden, also wenn ihr eine 40-Stunden-Woche habt, dann schafft ihr in 8 Stunden, nämlich an einem Arbeitstag, an 20% eurer Zeit, schafft ihr 80% von eurem Outcome. Und an 4 Tagen schafft ihr gerade mal 20% von eurem Outcome. Und Vilfredo Pareto hat dann gesehen, dass innerhalb der 20% noch einmal 20% existieren und innerhalb der 80% noch mal 80% existieren. Das heißt, es gibt 4% Input, die für 64% Output verantwortlich sind. Also mit anderen Worten, in einer Stunde 36 eurer Arbeitswoche führt ihr Tätigkeiten aus, die zu 64% eures Umsatzes beitragen. Und andersrum auch. In 25 Stunden und 36 Minuten führt ihr Tätigkeiten aus, die nur 4% eures Umsatzes beitragen. Und Vilfredo Pareto hat auch erkannt, es gibt innerhalb der 20% der 20% nochmal 20% und innerhalb der 80% der 80% nochmal 80%. Das heißt, es gibt 0,8% Input, die für 51,2% Output sorgen. Das heißt, in 19 Minuten und 12 Sekunden eurer Arbeitswoche erreicht ihr die Hälfte von eurem Umsatz. Und 20 Stunden und 29 Minuten eurer aktuellen Arbeitstätigkeit ist vollkommene Verschwendung. Und das ist das Traurige daran. Es ist nicht so, dass wir ein kurzes Leben haben, sondern dass wir sehr viel davon verschwenden. Und das trifft auf Internetmarketing in ganz besonderer Weise zu. Es gibt sehr, sehr viele Techniken, sehr, sehr viele Sachen, die wir machen können. Wir leiden heutzutage an Informationsüberflutung. So viele unterschiedliche Marketingstrategien, Taktiken, dies, das, jenes, was man alles tun kann. Es gibt sehr, sehr viel, was man tun kann, was nur einen sehr, sehr geringen Output hat. Und sehr wenige Dinge, die massiven Output haben. Was ihr hier sehen könnt, ist ein Blogbeitrag, wo darüber berichtet wird, dass ein Instagram-Star mit über 2 Millionen Followern versucht hat, an seine Zielgruppe von 2 Millionen Followern, das waren genauer gesagt 2,2 Millionen Follower, 36 T-Shirts zu verkaufen. 36. Und die hat es nicht geschafft, an 2,2 Millionen Follower in Instagram 36 T-Shirts zu verkaufen. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, das Social Media schlecht konvertiert, das wusste ich schon, aber dass es so schlecht konvertiert, das war mir neu. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann müssen diese T-Shirts unheimlich hässlich gewesen sein.
Also habe ich mir angeschaut, okay, was sind das denn da für T-Shirts, die da verkauft werden? Und so hässlich sind die jetzt nicht. Ich habe dann mal bei Google geschaut nach hässliche T-Shirts und habe auch da ein bisschen was gefunden. Also es gibt wirklich hässliche T-Shirts. Es waren nicht die T-Shirts, sondern es liegt daran, dass Social Media Marketing genau in die 51,2% Zeit fallen, die euch sehr, sehr wenig Output bringen. Und die erfolgreichen Unternehmer, die unterscheiden sich in einer Sache von denen, die nicht erfolgreich sind. Sie kümmern sich in der Mehrheit ihrer Zeit um Dinge, die heute schmerzhaft sind, die heute erledigt werden müssen, die heute keinen Spaß machen, aber die mir in Zukunft ein süßes Leben bringen. Wohingegen viele Leute es genau andersrum machen. Deshalb gibt es so viele übergewichtige Menschen, deshalb gibt es so viele kranke Menschen. Warum? Weil es einfach anstrengend ist, Sport zu treiben. Ja. Und vor dieser Wahl stehen auch Unternehmer. Gehe ich in das, kümmere ich mich um das süße Social Media, die Likes, die Follower, die Views, die Kommentare? Oder kümmere ich mich um das, was wirklich Geld bringt? Nämlich um das E-Mail-Marketing. Und leider, ja, wenn wir ehrlich sind, machen viele eben genau das Falsche. Und wo wir schon mal über Pareto sprechen, hier mal ein paar wissenschaftliche Studien, die das mal vergleichen, ja, diesen Output von E-Mail-Marketing im Vergleich zu Social-Media-Marketing. Hier eine Studie, die zum Ergebnis gekommen ist, 4.400%. Und habe ich ROI, das heißt, ich stecke 1 Euro rein, bekomme 44 Euro raus und bei Social Media ist der Impact leider nicht messbar. Hier mal eine andere Studie, die kam zum Ergebnis 4.224%, das heißt, 1 Euro stecke ich rein, ich kriege 42,24 Euro raus. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob eure Inhalte mit Katzenvideos konkurrieren müssen oder ob ihr eure Inhalte über einen etablierten Kanal ausspielt, der konsumiert wird. Und das ist der Grund, warum die Kaufraten im E-Mail-Marketing weitaus höher sind als alle anderen Kanäle, nämlich beim Durchschnitt 10,2%. Ja. E-Mail-Marketing ist das, was sich ja seit vielen, vielen Jahren bewährt hat und was einfach funktioniert. Und deshalb solltet ihr insbesondere dann, wenn ihr am Anfang steht, euch auf E-Mail-Marketing fokussieren. Das Problem ist, wenn ihr euch auf die großen Tech-Giganten verlässt, ja, da kommt einfach mal so ein Apple her und sagt, hey, wir ändern mal unsere Datenschutzrichtlinien. Und das führt dann dazu, nicht nur, dass es für euch viel schwieriger ist, bei Facebook zu werben, nein, es führt auch dazu, dass der Unternehmenswert von Facebook massiv eingebrochen ist. Am 24. Januar 2022 hat Apple das iOS 14 ausgespielt. Und im vierten Quartal 2021 hatte Facebook 10 Milliarden Dollar Einnahmen und die sind danach eingebrochen auf aktuell ca. 4 Milliarden Dollar Einnahmen. Und ein anderes Beispiel, ihr kennt alle diejenigen, die Suchmaschinenmarketing machen, dann ändert Google die Suchalgorithmen und schon seid ihr nicht mehr auf Platz 1. Oder ihr schaltet Google Ads und eure Konten werden gesperrt oder bei Facebook werden die Konten gesperrt, bei YouTube. Das Thema ist, wenn ihr euch auf die großen Tech-Giganten verlasst, dann seid ihr verlassen. Und es kann auch einfach schön sein, ruhig zu schlafen. Und ihr Lieben, ja, wenn euer, an die Frauen mal hier im Raum, wenn euer Partner mal schlecht drauf ist, es kann auch einfach nur sein, dass sein Facebook-Konto gesperrt wurde. Baue dein Haus auf deinem Grund. Baue dein Haus auf deinem Grund. Und deshalb sollten alle Marketingaktivitäten in die Liste reinführen, denn deine E-Mail-Adressen gehören nur dir und nur dir allein. Deshalb ist E-Mail-Marketing, deine eigene E-Mail-Liste ist Freiheit, weil du die Macht hast, deine Zielgruppe jederzeit per Knopfdruck erreichen zu können. Das kann dir niemals wegnehmen. Deine Daten gehören nur dir. Versucht mal bei Facebook oder bei YouTube oder bei Instagram an die E-Mail-Adressen ranzukommen von den Usern, die bei euch Follower sind. Unmöglich. Warum ist das so? Weil E-Mail-Adressen sehr, sehr wertvoll sind. Und deshalb sorgen diese Tech-Giganten dafür, dass die Daten besitzen und nicht ihr. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das, was sehr, sehr viele tun, gerade die Einsteiger, die gehen genauso vor, wie das hier
das. Die haben irgendein Produkt, eine Dienstleistung, wo sie überzeugt sind und dann fangen sie an, diese Verkaufsseite, die sie aufbauen, im Internet zu bewerben. Und das Problem dabei ist, dass an dieser Stelle beim Erstkontakt noch das Vertrauen fehlt. Und genau das würde auch offline nicht funktionieren. Auch in der realen Welt würde keiner auf die Idee kommen, sofort beim Erstkontakt ein Auto zu kaufen oder beim Erstkontakt einen Heiratsantrag zu machen. Auch da ist eine gewisse Art des Vertrauens notwendig. Ja? Und ihr müsst einfach wissen, die meisten Kunden kaufen nach dem fünften Kontakt. 1-2% aller Kunden kaufen nach dem ersten Kontakt und so geht das weiter. 80% aller Kunden kaufen nach dem fünften Kontakt. Und über E-Mail-Marketing könnt ihr diese Kontakte in automatisierter Form aufbauen. Und deshalb ist mein Ratschlag für euch, hört auf, Kunden zu akquirieren, beginnt Leads zu gewinnen. Und das ist ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied. Jetzt erstmal, was ist ein Lead? Das hat erstmal nichts mit Musik zu tun, sondern ein Lead ist eine Anfrage von einem potenziellen Kunden. Deine potenziellen Kunden sind hochinteressiert an deinem Angebot. Sie wünschen sich weitere Informationen von dir und vertrauen dir deshalb für ein attraktives Geschenk ihre E-Mail-Adresse.